Ich habe gestern den ganzen Stream lang übergestülpt, da die Leute haben es richtig gefeiert. Ja, ich natürlich, dir, weil das deine Core-Community ist. Weil deine Community mich hasst. Nein! Meine Community liebt das Schlürfen. Das stimmt nicht. Und damit willkommen zu einem neuen Part. Der Diamantenpearl. Sorry, warte, jetzt muss ich kurz schlürfen. Okay, damit. Hallo Leute, Timo ist doof, ich hasse ihn. Auch wenn ihr das Ende der letzten Folge gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht wieso, wenn nicht. Wieso habt ihr vorher abgeschaltet, Leute? Wollt ihr uns die Zuschauerbindung ruinieren? Ich merk schon. Nein, aber Leute, glaubt mir, schaut bis zum Ende die Videos. Nein, ich hab das Rätsel verkackt, Alter. Ich hab wirklich einen Frame gemacht. Denn immer am Ende kann es auch einen XD-Moment geben, Leute. Das wisst ihr, Leute, wenn man ein Rätsel verkackt, dann hat man einfach auch den Present gemacht, weil Present ist der Meister, der Rätsel verkackt. Das war das beste Yukiko. Wir hatten ja im letzten Part den Namen auch erwähnt. Von viele Shoutouts. Von der Person, die die ganzen Soulings gerade nachverfolgt. Ja. Das sind sehr, sehr viele andere, ne? Und, ja. Und zwar war dann irgendwie der Kommentar, und was war da? Dass ich glaube, Alter, den Present machen, das hat so viel Bedeutung im Laufe der Zeit bekommen. Bei Gold und Silber hatten wir ja auch den Present machen, aber es hatte dort andere Bedeutung als mittlerweile. Also, yo, du warst gestern Bedeutung. Gar nicht bei meinem Pokémon Rubin Stream dabei, nur ganz am Anfang, ne? Ja, ja. Du hast eine legendäre Stelle verpasst, Mann. Was passiert? Ich war beim ersten Arena-Leiter. Ja. Also, es war in der Arena, glaube ich. Und, ja. Da war ein Gengar. Ja, das hat, Groll. Ja, doch, das hat Groll eingesetzt. Ja, doch, das habe ich mitbekommen. Ah, das war funny. ich habe ein kleines Problem, Alter. Was denn? Weavile ist jetzt nicht ungefährlich. Aber ich glaube, ich kann Linda rausgehen, oder? Hä, Linda tankt richtig gut von Weavile. Von Weavile. Aber wenn da. Aber wenn er jetzt hier so ein Nachthieb gekommen wäre, mit dem Crit, dann auch schon ordentlich. Fitzt da auch. Wieso leade ich überhaupt mit Pikachu? Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlau. Warum spielst du überhaupt mit Pikachu, Alter? Jo, der hat mich gecrittet. Alter, das ist nicht so gut. Ich habe gerade nur ein Problem. Alter, Knackrack ist echt eine Threat. Warte, ich glaube, die Trainerin hatte bei mir einfach auch einen Knackrack an der Stelle. Komplett crazy. Warte mal, hatten wir nicht auch Lugia an einer Stelle, beide? Ja. So Drachenklaue. Ich hatte die Beldra schon im letzten Part und das war schon groß. Alter, Timo. Alter, Timo. Ja, was ist denn? Ich hasse dich. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und was kann Knacker? Kann Knacker schon Dingens? Oh, Present, ich weiß nicht. Was ist denn nur falsch mit dir? Oh. Was? Also kein Drachenstoß, Knirscher, Schaufler, Drachenklaue. Oh, Drachenklaue. Okay, ich hasse dich so sehr. Ich glaube, ich gehe in Dialga. Ah, okay. Ja, ich glaube, ich kann er keine Q? Ne, er kann Schaufler haben. Dann wechsle ich halt immer in Angelina raus. Ja. Kann man machen. Deswegen, ja, let's go, Dave. Drachenklaue wird trotzdem guten Schaden machen, aber so, ja, das wäre eine beste Option gerade. Müssen wir den Stein hier bewegen? Alter, Verteidigungsdrop, das ist ein bisschen fies. Das ist echt fies. Zeitenlärm trifft nicht immer, ne? Weiß ich tatsächlich gar nicht. Oh, ein Evoli. Ich weiß halt auch nicht, ob ich mich da rein locken möchte. Aber ich schau trotzdem ganz kurz mal. Zeitlärm hat eine 10%ige Misschance, deswegen gehen wir mal auf Drachenklaue. Vor allem, weil er vielleicht jetzt auf Schaufler geht. Oh, ich bin sowieso schneller. Alter, was für eine Speedbase hat Dialga? Das ist crazy. Ich glaube, über 100, also über 100 auf jeden Fall. Ich glaube. Ja, Dialga ist echt, also habe mich ja dagegen gepreppt in der LPP. Ich glaube, es sind tatsächlich 120. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Also, dass es so fast ist, ist schon crazy. Oh nee, den Doppelkampf wollen wir nicht machen. Ich meine, ich habe auch nicht so viel Ahnung von Uber, aber generell hätte ich jetzt eher gedacht, dass Dialga eher so das defensive Pokémon ist. Wobei ich weiß, dass Dialga auch eher defensiver, glaube ich, gespielt wird. Ja, ja. Aber also, wobei, mit Rocks ist defensiv. Also, mit Rocks, aber ich glaube, Specs kann man es auch spielen. Vielleicht mit Full HP oder so. Aber, ja, oder wie gesagt, halt was weiß ich schon. Ne? Ja, da kann man natürlich auch. Also ich schau jetzt da, was Dialga für eine Speedbase hat. Achso, 110 oder 120? 90, sag ich doch, genau. Ja, fast das gleiche. Also ich dachte, der hatte safe über 100. Ach, 120 fuck, ich bin 90, so ein Opfer. Das sind auf jeden Fall Werte, die man so vergleichen kann. Also zum Beispiel so ein Rabigator mit so einem Amphira kann man auf jeden Fall miteinander vergleichen. Von der Speed. Rabigator mit Amphira, ne? Also Rabigator hat ja 92. Ja, oder ja, 92? 91.
Ja, doch, kommt hin. Müsste 92 haben. Und am Vierer hat 121? Nee, 118. Aber mir fällt gerade kein 120er Mon ein, deswegen habe ich am Vierer gesagt. Achso. Hey, nimm doch Greninja oder Boreos. Die haben beide 121. Ja, gut, aber ja, 21 wäre ja. Also, dann nehme ich doch lieber zwei weniger, oder? Dann nehme ich lieber am Vierer, weißt du? Warte, was hat 120 Base Speed? 100, ja, weiß ich echt, weiß ich auch nicht. Marshadow? Ich glaub, Simsala oder Marshadow? Oh, das weiß ich nicht. Ach, schon wieder ein Weavile, erzähl mir nix. Die Sache ist nämlich, ich dachte mal, Simsala wäre schneller als Quajutsu, aber ich glaube, der ist nämlich langsamer. Simsala, mit 2a oder wie? Simsala, ja, ich sage mal Simsala, ja, das wird auch in meinen Kommentaren erwähnt. Simsala. Simsala, ich weiß. Aber Simsala, also ich sage glaube ich auch immer Simsala. Simsala Bim, ja, es ist natürlich auch, ne, hört sich richtig an, aber. Aber Simsala, oh, es kann echt nach Dieb. Oh, Alter, also das macht über die Hälfte, das wäre ein Crit gewesen. Ich weiß nicht, ich habe immer noch ein Problem. Wie komme ich hier rüber? Ja, das ist nicht so gut. Komme ich da überhaupt rüber? Oh, der hat gute Verteidigungswerte. Wir versuchen es mal mit Saya Girl. Ach, hier, ich muss einfach in den schnelleren Turbo dingsen, oder nicht? Hä, wie geht das, Timo? Ja, ist schon richtig, aber du darfst halt nicht gegen die Wand. Ja, aber. Oh nein, halt dein Maul! Resident, ich glaube, ich verliere jetzt safe ein, zwei Pokémon. Heads up! Der hat den Metallclown Angriffsboost bekommen. Och, nee. Ich gehe für Hypnose, ja, okay, und hoffe einfach, dass ich treffe. Oh, Hypnose ist nicht der Play. Was ist dann der Play? Einen Trank habe ich schon benutzt. Zeig mir ganz kurz mal deine Pokémon, bitte. Okay, was soll ich bitte jetzt auf einem Plus 1 Gerada... ja, Gerada. Auf Plus 1, ich kann Gerada sehen. Okay, dann geh nach Hause. Snibuna, Dialga kann nicht sterben, das geht jo, nicht. Ich glaube, Metallklaue, Schleuder, Nachthieb. Er hat keine Eisattacke. Ja, er hat keine Eisattacke. Ich hätte wahrscheinlich in Kirsche rausgehen sollen, aber jetzt... Ja, ich bin aber schneller wahrscheinlich als er, ne? Ja, weiß ich nicht. Snibuna hat eine 125er Speedbase. Und Jan Mega? Eine 90er oder so, keine Ahnung. Ja, dann ist er ja schnell. Nicht so schnell. Soll ich ihn, okay, Jan Mega oder... Ich würde trotzdem in Kirsche... Oder einmal Hypnose und dann in Kirsche? Ah, oh, das ist. Oh. Aber was, wenn er dich jetzt killt? Weil er doch einen Angriffsboost bekommen hat. Hat er dich mit einem Angriff auf diese KP-Range gehauen? Nein, ich war auf 60% oder so. Ja, dann geh auf Hypnose. Okay. Oh, okay. Er geht für Metallklaue. Kein Angriffsboost, bitte kein Angriffsboost, bitte nicht. Das wäre richtig RIP. So 49, okay. Ja! Hypnose trifft. Mm, okay, jetzt kann ich in Kirsche rausgehen, ja. Und dann. Oh. Du hast einfach mal drauf schauen müssen, ob er eine Eisattacke hat. Dann ja, habe ich ja auch gerade gesagt. Ja, das war... Auf den Timo, also in letzter Zeit machst du ein paar mehr Fehler. Da musst du ich will doch kein Pokémon. Ja, ist ja nicht so, dass du in der letzten, vorletzten Folge... Ja, komm mal, der Explosions-Gun-Tank, Alter. Da hast du selber gesagt, kann man nichts gegen sagen, Mann. Ja, deswegen, ich halte das auch nicht nach. Aber es gab wirklich einige Stellen, wo du ein bisschen an der Grenze warst. Und du hast mich auch immer kritisiert, wenn ich an der Grenze war. Deswegen, wir müssen, das ist ja aber das die Wichtige. Sache ist die. Timo, nein, bevor du weiterredest, mir geht es nicht darum, dich jetzt bloßzustellen oder zu sagen, Alter, bist du bad. Du hast mich. Mir geht es darum, dass wir hier ohne Verlust bis in die Liga kommen, Timo. Ich hasse dich. Ja, jetzt hasse ich dich wirklich. Du hast Geht's dir darum, dass wir ohne Verlust in die Liga kommen? Ja, aber pass auf, ich halte es dir aber auch nur vor, wenn du viele Fehler... Oh, ich habe nur 4 Hypertränke, merke ich gerade. Nein, das stimmt nicht. Bei jedem einzelnen Fehler hältst du es mir vor, Timo. Bei jedem. Present! Ich könnte einmal falsch atmen und du würdest es mir vorhalten. Was denn, Timo? Ich habe nur 4 Hypertränke. Okay, pass auf, ich liege mit Linda, weil Linda hat nämlich Tage... Ja, wieso hast du... keine Tränke! Weil ich kein Geld mehr habe, weil ich Geld für Bella ausgeben musste, damit wir unseren Counter fangen können. Aber du kannst doch deine ganzen Rauch-Items verkaufen. aber ich brauche 3000 Bälle Rauch-Items. Wie so ein Kettenraucher. Alles klar, oder? Wahrscheinlich wie ein Kettenraucher. Oh Mann, ey. Da muss ich mal komplett los, Alter. Okay. Nebenbei, ja, ich weiß, Überwurf hat eine Minus-Priorität. Ich sage mal, hä, wieso bin ich langsamer? Ja, Überwurf hat eine Minus-Priorität. Warte, Scham? Och, nee, bitte nicht, mach jetzt nicht sowas. Oh, dagegen kann ich mich easy hochheilen mit Lamus. Mich macht ihm auch easy keinen Schaden. Das ist die Sache. Alter, wenn das jetzt irgendwie... Borscham hat ja echt ein bisschen mehr Schaden gemacht. Oh nein, und jetzt kann ich nicht mehr rauswechseln. Garib. Ja, Psychokinese, let's go. Auch für die Special Death Drops. Ja, Death Drops, let's go. Oh, Alter, da ist direkt der Erste. Ja, easy peasy, würde ich sagen. Okay, Nummer 2 gibt's keinen. Weiß nie, oder? Hat auf jeden Fall gut geklappt. So, Überwurf. Ja, komm, ich will keinen Nahkampf einsetzen. Alter.
Moment, Alter, wie wenig hat Überwurf gemacht dagegen? Das ist crazy. Junge, das ist so fett. Ja, das stimmt, der ist halt echt Timo fett. Hier wieder mit, Alter, Preston hier wieder mit Fettshaming unterwegs hier. Aber Timo hier wieder mit Fettshaming gesehen. Ich weiß ganz genau, was du sagen wolltest darüber. Ja, aber du. Och, Mann, Alter, echt Kindbom? So. Oh, das Kindbom ist halt da ist crazy. Ein Krankenwagen, Alter. Auch Erholung. Oh nein. Komm, warte, aber Hyperheiler habe ich noch ein paar, oder? Nahkampf? Ja, Hyperheiler habe ich noch ein paar. Ah, das war ja gar nicht der Nahkampf. Er ist ja auch richtig strong. Schnarch, als ob, okay. Alter, wenn er jetzt, der wacht jetzt auf, ne? Ja, ich weiß, deswegen muss ich auch auswechseln. Aber das Problem ist, dass er auf Blizzard gehen könnte. Ja, Dave ist halt der Beste, was Dave das angeht. Ist der Beste. Der Tank ist auch geil. Ja, das war so klar, Mann. Ja, was soll ich denn sonst machen? Antikraft. Ja, ich hab. Es ist nervig wegen Lebenorb. Das stimmt. Ich überlege, ob ich in Night gehe und Bauchtrommel drücke. Weil schläft jetzt ein. Das ist jetzt die erste Runde, die er hat. Bist du danach kann, schneller mit Nahkampf? Nee, bin ich nicht, aber ich halte mich ja erstmal auch hoch. Achso. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst? Ja, der Bauchtrommel hat richtig die coole Animation. Definitiv. So, werde ich. Sorry, ich bin gerade konzentriert. Definitiv. Definitiv. Ich habe nur gerade einfach Angst. Okay, Eiszahn ist okay, dann kann ich leben. Jetzt gehe ich auf. Ja, Überwurf soll jetzt killen. Blizzard, okay, jetzt darf er nur nicht critten. Das wäre halt super. Oder freezen. Ja, freeze wäre nervig, aber okay. Okay, alles safe, Leute, Überwurf, weil Reiser ist tot. Oh, das war gerade kritisch. Das war gerade kritisch. Meinst du mit kritisch knapp oder was meinst du damit? Ja, aber knapp. Okay. So, warte mal, was. Habe ich schon meinen dritten Übertrag verschwendet? Nee, habe ich nicht. Nee. Also, ich halte mich da jetzt. Ist Doppelschlag eine Normalattacke oder die Drachenattacke? Nee, Doppelhieb war die Drachenattacke, ne? Timo, ich kann gerade nicht reden. Warte ganz kurz. Förderntor, weil ich bin jetzt halt bei minus Steffwert. Ich bin auch auf bin ich auf Nahkampf gegangen oder bin ich auf Überwurf gegangen? Nee, ich bin auf Überwurf gegangen. Safe. Alter, Linda ist so strong, das ist komplett crazy, Alter. Ja. Ja. Ja, nee, sorry, ich bin gerade richtig konzentriert. Ich habe Angst, dass ich gerade Pokémon verliere. Ja. Vor allem, nachdem ich gerade eben gesagt habe, der Timo darf nicht doof sein und so. Crit. Okay, ja, okay. Wenn jetzt crit. Crit. Okay. Crit. Mann, Timo. Crit. Tu mir jetzt das nicht an. Ich muss mich gerade konzentrieren. Oh, Timo, ich habe die Aufnahme gar nicht gestartet. Oh, das ist richtig schlimm. Wisst ihr, das habe ich so getriggert. So, jetzt sehe ich gerade, aber ich streiche so. Oh, ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Oh, Preston, so sind wir schon wieder hier gelandet, oder wie? Oh, ich hasse dich. Oh, okay. Tio, ich hab die Aufnahme nicht gestartet. Du bist so ein Doofkopf. Preston, willst du mich nicht vorher mal zum Essen einladen, oder wie? Okay. Oh, ich Knirscher. Da kommt der Knirscher. Der Knirscher? Der Knirscher. Und hast du jetzt überhaupt Hypertränke gekauft, Timo? Nein, Junge, ich bin fast am Ende, als ob ich jetzt zurückgehe. Ja, natürlich gehst du jetzt zurück. Ach, Pabbelapupp. Alter, wenn wir einen Pokémon verlieren. Junge, da. Nein. Ich habe keine Pokémon verloren. Ich rede nicht mehr mit dir darüber, Alter. Ich hab die Diskussion. Bin die Diskussion mit dir leid! Ich bin alles immer durchgegangen. Ja, komm, hast am Ende nicht geschlafen. Du kannst uns danken. Dass wir keinen Hypertrank haben. Mir danken. Denn sonst hätten wir wahrscheinlich verloren. So, Timo, wie komme ich jetzt überhaupt hier weiter? Ich muss doch hier links weiter, ne? Preston, wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Mach's gut. Timo, jetzt mal wirklich. Timo, warte mal. Wie komme ich jetzt hier weiter? Timo, bitte, können Sie jetzt mal bitte ein bisschen mit mir reden? Diese Stelle hier, ich bin halt. Ach, muss ich den Stein da hinschieben? Nee. Aber warte, du hast es immer noch nicht geschafft. Ich dachte, du wärst ja, da schon. Ja, ich bin doch erstmal nach unten. Nee, ich bin erstmal nach unten gegangen. So. Du musst. Drück einmal B, sei. Du musst mit dem Fahrrad schneller sein. Du musst Speed aufbauen. Ja, hab ich. Ja, und jetzt nicht gegen die Wand. Ja, aber wie schaffe ich das? Oh. Ja, was? Ich hab's dreimal versucht. Ach so. Ja, ging halt einfach nicht. Ich dachte, das wäre nicht möglich. Ach so? Ja, ach so. Schade. Machst du nichts, Timo. Aber hier bin ich schon auf dem richtigen Weg, ne? Nein, da ist nur das Item. Als ob, aber ja, hier meine ich. Also ich bin schon hier auf dem richtigen Weg. Nein. Auch nicht? Nein. Also muss ich nach unten wieder? Ja. Als ob. Junge, du Miesel. Alter, von Champion Malore, Alter, hier gerade ein heftiger Champion-Fight, oder wie? Oh, Schaufler.
Alter, richtig heftiger Champion-Fight. Können wir erstmal schreiben? Alter, Champion. Champion Malore? Malore? Oder wie wird der ausgesprochen? Guck mal, les mal. Keine Ahnung, ich hab's nicht gelesen. Warte, schau mal. Steht der Name gleich nochmal? Hier. Champion Mallory. Ach, Mallory. Ich hab gedacht, I-R-E, nicht R-I-E. Nee. 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 Einfach nee. Nee. So, wie mache ich das jetzt am besten? Aber fliehen. Ich habe gerade überlegt, ob ich rauswechseln möchte, weil Psycho-Pokémon, aber der ist halt 10 Level drunter. Was ist? Was passiert? Nein. Ach, Timo, jetzt mach ich nicht diesen Nein-Move. Doch. Ja, was denn? Wir haben gleich einen Rivalen-Fight und ich habe keine Tränke. Ich stehe kurz davor. Nein. Ich gehe nicht darüber alles zurück. Alter. Nein, ist mir sowas von egal. Nö, mein ich. Nein. Nö. Und stopp mal. Und du hast es richtig kritisiert bei mir. Und wir haben deswegen nicht fast verloren. Wir haben sogar wahrscheinlich deswegen sogar gewonnen. Also, nicht verloren. Und dann kritisierst du mich? Ist es dein Ernst? Was für ein Double Standard hast du denn hier bitte gerade? So richtig die Doppelmoral. Also, so will ich das jetzt hier nicht sagen. Ja, doch, genau das ist es, Timo. Ja, wenn Pokémon verliert, dann dürft ihr ihn zerfetzen. Und ich möchte auch mal, dass ihr ein bisschen zerfetzt, weil er nie dafür zerfetzt wird, wenn er etwas Dummes macht. Wenn er immer sagt, aber du machst viel mehr dumme Sachen. Wisst ihr, das ist so das Beste, Lol, was man machen kann. Das mach ich nie. Ich habe noch nie gesagt, als ich was Schlechtes... Nein. Ich habe noch nie... Denn du bist immer derjenige, der das sagt. Hallo. Du lenkst immer direkt ab. Ja, aber zum Beispiel gerade eben, allein schon in dieser Folge war das so, Timo. Allein in dieser Folge hast du das gemacht. Ich hab's noch nie gemacht. Warte mal, wie komme ich jetzt überhaupt weiter? Warte mal, ich muss. Da musst du mich jetzt hier verwechseln. Ja, da muss ich. Ach Mann, das ist so dumm. Okay, jetzt gerade habe ich echt ein Problem, aber das hat wenig damit zu tun, dass ich gerade nicht so viel Tränke habe, denn er hat Heilblockade eingesetzt. Ey, dafür kann ich doch nichts! Oh, da war der Crit. Warte, ist das jetzt der Rivale oder? Nein. Okay. Ich bin nur gerade verwirrt. Was ich da mache. Ich sollte mir das einfach mal anschauen. Ich sollte nicht einfach den Stein bewegen. Also, ich muss auf jeden Fall hier nach unten hin. Das ist schon richtig, ne? Ja. So. Okay, wenn ich jetzt diesen Stein bewege, dann blockiert er mir den Weg. Was ist, wenn ich den Stein bewege? Dann blockiert er mir auch den. Ah, wow. Wow. Nee. Wow. Wow. Hey, wow. Warte, ich versuch's einfach mal ganz kurz. Nein, ich bin so dumm. Oh, ich wollte das nicht. Nein, ich bin so dumm. Ach nein, 10 ja, von 10, Alter. Jetzt habe ich es erst verstanden. Ich bin so ein. Alter. Einfach nicht konzentriert. So dumm, Mann. So dumm. Classic 10 out of 10. Classic Present. So mal Present hier. Ich hoffe, du bist glücklich. Weswegen? Gehst du raus? Ja, du hast jetzt Angst. Das ist nämlich die Sache. Ja, komm mal, Alter. Ich hätte Angst, Junge. Nur weil du Angst hast. Ich hätte jetzt hier easy peasy durchgezogen. Ja, das hätte ich gern gesehen. Ja, ja, komm. Ja, nur kannst du auch noch zurück. Ja, nö, komm. Nur weil ich nicht so viele dumme Fehler mache wie du. Du bist so ein Doofkopf, wisst ihr? Du bist so ein Ekel. Ja, warte. So ein Ekel. Oh, Mann, echt. Oh, das Mann. Ist so. Oh, Mann. Oh Mann, ist der lecker. Ja. So, jetzt bitte mach nicht nochmal den Fehler, dankeschön. Richtig dumm, Alter. Was war das denn gerade eben für ein Move? Ja, erstmal beide Steine in den Weg bewegen. In den Weg bewegen, oder wie? In den Weg legen. Das wird schon irgendwie klappen. In den Weg bewegen. In den Weg bewegen. Erstmal. So, komme ich jetzt hier an der vorbei? Wahrscheinlich bewegen, nicht. Oder? Oh Junge. Plutos Ball, sag ich da immer. Das ist gut, Alter, Medagos. Plus Ball, auf jeden Fall. Alter, die Rhymes. Krass. War schon cool. Heftig. So, hört sich gut. Pommage aus dem Ofen raus. Na, Nikolaus. Ich glaub, Alter, Schleichwerbung, so. Timo. Pass auf, Mann. Lol. Hat er jetzt nicht gesagt. So, warte mal. Geist wird noch resisted von Stahl, ne? Das heißt, Dave ist der Switch-In. Ja. Weil Gift mir auch nichts macht und Finstaura, ja, wird auch resistet. Wird auch resistet. Alles easy. Geh nach Hause. Easy. Geh nach Hause. Wenn der Timo, wenn er stirbt, ist Dialga tot. Und du wirst dich freuen, weil du gehst.
Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Was für ein dummer Abgangsbund. Ah, mein Geradax. Ich hasse dich. Dave war so wichtig. Mein Geradax. Das kannst du mir nicht erzählen. Ah, nein. 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 Mein Junge. Ich hasse dich. Jetzt bekommst du auch noch dein dummes Logo rein. Bekommst du gar. Nee, es war doch Staraptor und Dingens. Ah. Eine Staraptor. Weißt du, ach man, das ist so dumm. Mein Geradax. So, ja, wie soll ich das jetzt. Ich hasse mein Leben. Ja, ich hab verloren. Ich verliere das. Und ja, werde ich das verlieren. Ich sag's dir. Weißt du, musst ja nicht lang, wenn du jetzt ins Ziel willst. Du hast eh voll verkackt. Und da hättest du auch ausweichen können. Ich hasse mein Leben, Alter. Dummes Gänger mit Abgangsbund. Jetzt mach aber keine Fehler dadurch. Ja, aber ich bin jetzt gerade richtig tilted. Nein, dann sei mal jetzt nicht so tilted. Ja, aber ich kann jetzt nicht tilted sein. Na, dann Jäger war mein stärkstes Pokémon. Gengar, bester Check, Jäger. Oder Jungs. Ah, mein Geradax. Ich hasse dich. Ich finde, das ist ein richtig guter Titel. Ah, mein Geradax. Du bist so dumm. Ach, Mann. Ja, das ist so dumm. Siehst du, Present, ich kann jetzt sagen, Alter, Present, das hätte man wissen müssen, man hätte googeln können, aber nein, das war eine Explosion. Ja, richtig. Und genau da hab ich dich ja nicht geblamed. Alter, das hast du mir eben gerade nochmal unter die Nase gerieben. Das hab ich dir nicht unter die Nase gerieben. Mhm, nur doch. Weil du angefangen hast. In Käsereibe. Ach man, was soll ich jetzt gegen Dodri machen? Hätte ich ja sein, die Alge. Ach, das ist so dumm. Wer kann einen Sprungkick? Oh, kennst du das Mädchen, das so weint, was so klingt wie ein Auto? Ach man, ja, ich überlege gerade, ob ich ein X-Part. Aber kennst du es jetzt oder nicht? Du hast ja, ach ja, gesagt. Aber kennst du es jetzt oder nicht? Ich hab dir eine Frage gestellt. Ja, kenn ich. Ich hab auch nur die Hälfte verstanden. Ich hab nur Wein und Auto verstanden und ich hab mir das dann fast gedacht, aber ja, ich hab trotzdem die Hälfte nicht geantwortet. Ja, Discord war abgehakt. Ich hab deine Frage gar nicht verstanden. Und dann ich hab sagt gar man, keine Frage verstanden. Ach ja, du Lustiger. Ich hab gar keine Frage gehört, Timo. Ich hab nur die Hälfte. Ja. Ich hasse dich. Alter, Triplette, jetzt hör auf damit. Ich hasse mein Leben so sehr. Ach ja. Ich geh nach Hause, ich hab gerade überhaupt keine Lust darauf. Na so gut. Dumm. Ja, Alter, ja richtig mega dumm, Alter, Lenny. Schon drauf. Das ist so. Ach, Alter, da kannst du jetzt nichts dafür, Mann. Jetzt hör auf, dir selbst Schuldgefühle einzugeben. Wäre das ein gutes Pokémon von dir gewesen? Alter, Present. Das war aber echt Present. Dumm von dir. Was unterstellst du mir jetzt hier? Sollst du nicht tun? Present, wir sitzen hier in einem Boot, Mann. Nee. Das Boot ist noch nicht mal aus dem Hafen rausgegangen. Ach ja. Ich hasse dich, Alter. Das ist so traurig. Okay, ich will dir da nur lustige Gedanken machen. Ja, natürlich willst du das. Lustige Gedanken, XD. XD. Richtig lustig. Ich hab meinen XD. Hintern abgelacht. LMAO. Das ist so, ich hasse einfach mein Leben. Das ist so dumm. Geiger, wir werden keine Leben mehr gehasst, Mann. Ja, doch. Grad schon. Nö, möchte ich nicht. Ja, möchte ich nicht. Möchte ich einfach nicht. Möchte ich einfach nicht. Es tut mir leid, ich bin selten so mad, aber. Ja, ich weiß, Jäger ist ein echtes Pokémon gewesen für dich. Du hast fast für alles benutzt. Und vor allem so dumm. Und vor allem für die Top 4 ist so. Ach, das. Ja, egal, passiert. Pokémon. XDAD, Leute, lol. Cool. XDAD, Leute, lol. Ja, es tut mir leid. Rede. Komm, wieso kommentierst du jetzt? Ah, Moment. Ich hätte keine Tränke kaufen müssen. No! Wieso? Der steht erst vorm Eingang. Wow. So, Timo, gönn dir jetzt mal den Redeball, damit ich hier nicht so dumme Fehler mache. Hallo, Leute. Alter, ich bin aber der, der immer nur die lustigen Kommentare abgibt und du bist ja der kommentiert. Lol. Ja, aber das geht, ist das Timo. Sind die Bugs da schon immer da gewesen? Oder? Du machst ein paar Jahre lang YouTube, das müsstest du können. Okay. Pokémon-Liga, der Höhepunkt der Trainerkarriere. Oh Mann, was ein tolles Spiel. Okay, was gibt es hier? Haben wir vielleicht noch irgendwelche coolen Items oder so? Oh Mann, hier noch vielleicht ein verstecktes Item oder so. Ist das gut, Preston? Mach ich das super? Vor allem, wenn du so flüsterst, dann wird man dich gar nicht hören, weil du abgehakt bist, weil dein Kompressor so eingestellt ist. Doch, das merke ich manchmal. Wenn du leiser wirst, dann wird das durch deinen Kompressor abgehakt. Gar nicht geflüstert, du hast geflüstert. Ja, weil ich gerade dich nachgehabt habe. Was soll ich denn sagen? Ja, so dumm. Mann, Timo, ich hasse dich. Ich weiß. So, ich kämpfe jetzt gegen den Rivalen.
Nein, warte mal. Okay, ich warte. Du bist ja schon im Kampf, ja, warte mal. Ja, warte mal. Ja, Bruder, warte mal. Ich hasse dich. Mann, ich kann auch nicht mal gegen den Slimog gewinnen. Ah, fuck, ich merke gerade, ich habe noch Geradax, ja, hi, geil. Junge, Voluminas, Alter, nein! Ja, wow. Ich habe noch Geradax drin, hätte ich eigentlich rauspacken können, aber ist egal, benutze ich halt nicht. Genau, und die Leute haben gesagt, hier wegen der Regelung, wenn ein Pokémon stirbt und man das andere noch benutzen darf, haben viele gesagt so, und es ist so ein 50-50. Wir werden... Willst du erstmal beide Varianten erklären? Vielleicht verstehen gerade manche nicht, worüber du gerade redest. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt hier gerade in diesem Kampf, okay? Und dann die Beldra stirbt. Wie ist die Beldra? Ach ja, und dann ist die Frage, dürfte ich Jan Mega noch in dem Kampf benutzen, reinwechseln? Oder dürfte ich es nur noch so lange benutzen, wie es vielleicht gerade draußen ist? Also, ne, wenn ich dann halt rauswechsel oder halt sonst irgendwas mache. Aber wenn es halt drin ist, darf ich es theoretisch dann auch halt auch sterben lassen. Dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Ich denke, wir werden da jetzt so kurz vor Ende nochmal eine extra Regelung dafür zu machen, ist auch kacke. Weil wir haben, das ist halt einfach wie so eine Grauzone quasi. Wir haben da nie eine Regelung für gemacht und so. Deswegen, wir werden da für die nächste Souling auf jeden Fall eine feste Regel für haben. Aber dieses Souling, ja, gab es halt eben noch keine. So ist es. Ist ja auch, ja, vor allem uns... Sie hatten, glaube ich, auch keine Souling, in der so viel gestorben ist wie in dieser. Ja, das sowieso. Aber vor allem ist, also, kannten wir vorher diese Regel nicht? Also, ich kann sie zumindest zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir das früher mal gemacht haben. Ich weiß auch nicht. Haben wir sie, glaube ich, einfach tot gelassen? Also, wir haben sie gar nicht dann benutzt. Ich weiß nicht. Aber und dann ohne meinst du, ja, du also, meinst dann dieser Souling das allererste Mal. Ja, ja, an der Stelle muss ich aber auch sagen, wenn wir das nicht so gemacht hätten, dann wären wir schon 2-3 Mal komplett RIP gegangen. Weiß ich nicht. Doch. Weiß ich tatsächlich nicht. Doch, also bei mir gab es auf jeden Fall... Maximal kenne ich eine Stelle, aber ja, sonst... Ja. Also eine bei Stelle gab es gar keine. Bei mir gab es safe eine, wenn ich da nicht hätte das Pokémon benutzen dürfen. Ja, beim Carpador-See, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Nee, Carpador-See, da war das, was eigentlich komplett egal war, wo die Leute sich dann richtig drüber aufgeregt haben. Ah ja, stimmt. Ja, wo war das dann? Ja, keine Ahnung. So, vierte Gen, Motapel. Was mache ich denn hier? Käfergeboren, Psychokinese, Luftschild, Silberau. Ja, ich überlege, ob ich halt in Pikachu gehe, weil ich habe halt nicht einen Switch in dafür. Shit. Psychokinese, Luftschild, ich habe halt gar keinen Switch. Ich habe ein kleines Problem. Was hast du für ein Problem? Der hat mir gerade mit der Psychokinese den Special Death Drop reingehauen. Das ist nicht so gut, aber du hast nicht Yukiko. Och, der hat mir auch ein... Ja, Timo? Es könnte sein, dass Mewtwo stirbt, wenn ich jetzt nicht mit Donnerblitz kille. Warte, was? Nein, du killst niemals. Warum? Warum gehst du nicht in die Beldra oder so raus? Ja, genau. Mach ich das mal. Let's go. Schau mal, wie viel der mir machen wird. Da bin ich richtig weghauen. Weiß ich nicht, aber jetzt hier Mewtwo einfach so aufs Spiel zu setzen, ist schon crazy. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ah, cool. Warten, bis ich den Kampf fertig habe. Nein. Na gut. Ich geh jetzt auf Donnerblitz, okay, geht's in den Part. Ich weiß nicht, Mann. Was soll ich machen? Wie viel Damage hat er dir gezogen? Ja, schau mal, von 113 auf 29. Von 113 auf 29. Ach so, oh, ja, du wirst ihn halt niemals killen. Ja, okay, ja, mach halt deinen Stimmen Mewtwo halt auch. Sicher? Oh, halt, ich weiß es. Der ist halt safe tot. Ich überlege halt, ob ich in Jonas gehen kann. Es ich weiß ja nicht, klappen. Oder Knight? Ach nee, aber hat er eine Flugattacke? Er hat Luftschild, Silber, auch Psychokinese, okay, Käfer gebrummt. Knight keine. Okay. Und vor allem, wenn er auf Käfer gebrummt geht, dann wird Jonas auch getourt, K.O. Deswegen kann ich es auch nicht machen. Dave wäre richtig gut. Haha, ich sehe. Ja, ich gehe jetzt auf Donnerblitz. Ich muss hoffen, dass es killt. Es killt halt nicht. Donnerblitz kommt, wir critten ihn sowieso, alles safe, Leute, wir critten ihn. Ja, nice. Para. GG. Ja, Mewtwo ist weg. Ja. Was sollte ich machen? Ich weiß ja nicht, ob Dings besser gewesen wäre. Wer, Jonas? Lol, warte. Das ist Moterpe Level 64. Was hat der für ein Moveset present? Käfer gebrummt, Psychokinese, Luftschild, Silber, und das ändert sich nicht. Ja, okay, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich bin wieder Special Death minus 1. Wieso ist Motorpell so gut gegen uns? Nein, es hat damit nichts zu tun. Wieso kriege ich die ganze Zeit die Special Death Drops? Ja, aber jetzt mal ernsthaft, was ist dein Switch in den Motorpell? Ja, ich habe keinen. Ja, richtig. Lenny. Könntest. Ich glaube, ich verliere hier. Ich glaube, ich verliere hier. Nein. Du könntest erstmal. Also, Yukiko.
Ist halt jetzt die Frage, wir haben noch keine Regel jetzt dafür. Ja, also ich, ja, Yukiko darf ich den Kampf noch benutzen. Wir haben ja selber gesagt, wir haben keine Regel, das heißt, ne? Ich hab's gerade angesprochen, als hätte ich's gewusst, Alter. Oh Mann, ich meine, ich kann in Yukiko gehen. Ah, wenn jetzt für Silberhauch geht und die Boost bekommt, Alter, dann ist over. Dann ist richtig RIP. Oh, geht für Luftschnitt tatsächlich. Ja, ich hab halt überlegt, ob du vielleicht sonst so Kirschi gehst und da rein pivotest sozusagen und dann rauswechselst. Soll ich jetzt hochheilen hier an der Stelle erstmal was? Keine Ahnung, mach du jetzt wie du willst. Ich muss jetzt mich auf mich konzentrieren, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss Sayagirl hochheilen und dann gleich für Hypnose gehen im Fall der Fälle. Mann, das wäre alles nicht passiert, wenn ich Dave nicht verloren hätte. Es wäre alles okay. Wir wären gerade in einer super guten Situation. Nee. Doch, ja. Geradax hätte mir gegen das Mutterapi auch nicht viel gebracht. Hm, ja, aber ich glaube, der ist auf jeden Fall. Jo, kriege ich den Seher noch durch? Bin ich schneller? Safe, oder? Ja, nice. Okay, das ist gut. Weil, das ist richtig gut. Weil du hättest Yukiko trotzdem reinwechseln können, auch eine Käferattacke. Weil Yukiko tankt gut. Ob sie Chinesen Leute da rein können? No. Geh nicht. Und dann hättest du nämlich mit Dave noch was machen können. Nicht mit Dave. Dann hätte. Also, wie gesagt. Alter, wir werden so ein schlechtes Team für die Liga haben, Mann. Ich weiß es nicht, je nachdem. Da haben wir noch einen Counter. Ich habe jetzt einen Seher drin, ja? Ja. Gehe ich für Hypnose oder greife ich an? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Warte mal, kann ich hier rein? Wo gehe ich raus? Timo, das muss ich ganz kurz wissen. Nein, du bist falsch, aber... Ich habe mich darauf kann ich mich jetzt wirklich nicht konzentrieren. Also, du musst beim alten Mann runterlaufen. Ich würde sagen, auch wenn es mir weh tut, ich würde vielleicht auf Hypnose gehen. Aber Unheilböen ist ja je nachdem. Also du bist halt 7 Level drunter. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Oder Finsterauer wäre stärker, ne? Ja, Finsterauer stärker. Und ein Seher ist halt drin, ne? Ein Seher ist halt drin. Das ist halt das Nice. Also würde ich vielleicht auf Finsterauer gehen. Ja. Luftschiff, bitte kein Flinch, bitte kein Flinch, bitte kein Flinch. Okay, nicht die Hälfte. Er flincht. Okay, jetzt kommt aber gleich der Seher und du hast noch die Überreste. Wie viele Übertränke hast du noch? Also einen habe ich auf jeden Fall schon benutzt. Wie viele Pokémon? Einen habe ich benutzt. Er hat noch vier. Und ich habe noch 3. Geh nochmal für Finsterauer, ja? Oder für Hypnose? Für Hypnose wäre vielleicht der Play, aber ich weiß es nicht, weil dann hast du vielleicht eine Nullrunde. So wie jetzt gerade eben, weil das Spiel mich gerade komplett wegfegt. Richtig. Ja, was soll ich machen? Ich weiß halt nicht, wie viel Finsterauer macht, ob es sich lohnt. Wenn Seher plus Finsterauer killt, dann würde ich auf Finsterauer gehen. Ich weiß halt auch nicht, ob das killt. Aber wenn es nicht killt, wie viel Spezialverteidigung hat Mutterapel? Warte ganz kurz, ich schau ganz kurz nach. Mutterapel. Also, weil wenn du eine Hypnose rausbekommen könntest, könntest du halt einen Ränkeschmied rausbekommen. Und das könnte halt super praktisch werden. Ja, und mich hochheilen halt, ne? Also, Motorpell hat eine 50er Spezialverteidigung. Ja, also, Finsterauer. Ja, dann würde ich Finsterauer einsetzen. Silberauch, bitte keine Boost. Bitte keine Boost. Boosts wären halt super uncool. Und keine Boost, okay? Finsterauer kommt. Sehr sweet. Damage macht es. Und yo, der Seher killt, okay, ist nice, safe. Das ist sehr, sehr nice. Ja, das ist wirklich gut. Okay, wie Senior. Da kommt der Seher. Und der sollte killen. Und es killt, okay. Da sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich das Pokémon nicht benutzt hätte, hätte ich auf jeden Fall safe verloren. Ja, safe verloren würde ich auch nicht sagen. Ah, nee, der hat nur 3 Pokémon tatsächlich. Okay, Nidoqueen kommt als nächstes. Da haben wir Lamus. Da kann ich mich auch erstmal ordentlich gegen Tage dieben. Der Opa ist aber mein letzter Kampf hier, oder? Nee, dann kommt noch einer. Och, Mann. Als ob der auf Staffette geht, ja egal. Vor allem, als ich X-Bad gerade drin hatte, das ist so dumm. Okay, nochmal einen Hyperheiler hier benutzen, das ist mein zweites Highlight-Item. Er geht nochmal für Giftstachel, kriegt keine Poison, das ist nice. Ich eine Amnesie-Mega? Nee, ich gehe für Psychokinese. Okay, geht für Erdkräfte. Noch guten Schaden. Psychokinese. Nein, das geht nicht, was? Okay. Was hat er was gegen dich? Nee. Erdkräfte? Wie viel Schaden macht das? Okay, passt. Ich hab grad Angst. Alter, Lamus ist so gut, das darfst du nicht verlieren. Weiß. Das wird. Wir haben hier eine Amnesie. Bitte kein Giftstachel poison. Okay, nice. Amnesie ist drin. Surfer. Erdkräfte macht jetzt nichts mehr. Die Nidoqueen ist tot. Sehr, sehr nice. Okay. Weil ich gehe hier entlang, ne? Das ist schon richtig. Ja. Scheint so. Nein. Oder auch nicht, okay. Aber ich nehme das Item mit, ist okay. Okay, Smogmog.
kann ich safe drin bleiben, selbst wenn er explodiert. Ja, safe call. Wobei bei Explosion wäre ich mir nie so sicher, aber ich habe auf dem Level kann er gar keine Explosion mehr haben. Okay, Smarmog ist auch tot, gut. Letztes Pokémon. Jetzt kommt sowas richtig Heftiges und alles ist over. Vor allem, Timo, ich habe noch den Rivalenkampf, aber ich mache den im nächsten Fall, wenn wir unser... Was denn? Moment, ich habe Dings. Ich habe, was kann Letakin für Attacken? Warte kurz, ich schau nach. Letakin. So viel nochmal zu dem Thema von vor ein paar Folgen, Alter. Wer nachschaut, dann ist es langweilig. Wir haben so viel schon verloren, trotz Nachschauen. So, Hammerarm, Strafattacke, Schleuder, Dreschflegel. Das ist ja Geralt Tank noch ein Hit. Der kann halt auch nicht attacken, ne? Wenn er auf Schleuder geht und ein Item trägt, dann wäre ich mir da nicht so sicher. Strafattacke ist, wenn sein stärkster Move gegen Sire Girl, ne? Nee, Strafattacke ist, wenn er Statuswertveränderung hat. Das ist halt Stärke 60 plus 20 mal Anzahl der Statuswertveränderung. Ja, richtig. Das heißt, das ist seine stärkste Attacke gegen mich, ne? Wahrscheinlich, ja. Ist halt neutral effektiv. Und ist ein Letaking. Und ist nicht Step. Nein, aber es ist ein Letaking. Aber er geht nicht für Strafattacke. Vielleicht okay, alles gut. Okay, und ich habe noch ein Highlight-Item, das heißt, ich kann mich hier hochheilen, easy. Dann ist alles okay. Oh Mann, ey, was passiert hier? Dieser Part ist so... Strafattacke? Ja, er hätte nicht mal gekillt. Guck, es macht 35 KP. Sieht's ab. Okay. Ich hatte 51. Dann ist ja alles safe, Leute. Oh, jol. Wieso hat es auf einmal so viel? Was denn? Ich bin für Hypnose gegangen. Er für Ränkeschmied. Ich bin sein Opfer. Moment, aber er faulenzt. Alter Timo, ich hab's mir gerade noch erzählt. Ich dachte, das sind seine Boosts, nicht meine. Nein, Statuswertveränderung des Ziels. Und spielt doch mit Rabigato zum Beispiel das Ganze auf Latias oder so. Gegen Latias. Okay, Strafattacke, kein Crit, dann passt. Okay, passt, alles easy. Alter. Ich dachte so, hä? Warum macht der auf einmal so viel Moment. Okay, ich hab gewonnen, alles gut, ich hab kein Pokémon verloren. Ah... Das wäre doch echt RIP gewesen, wenn du Pokémon verloren hättest. Ein Level auf jeden Fall, bevor du hier bist. Dein stärkstes Pokémon auf 64, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ja, das auf, ja, wir werden gleich den Part beenden sowieso. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich es geschafft habe. Hoffentlich schaffe ich das Alter. Überhaupt noch, je nachdem, was er noch hat. Kein Pokémon quasi verloren, habe ich gerade, ne? Also Yukiko war ja quasi schon tot. Oh Mann. Boah, meine Stimme. Alter, oh, ich habe irgendwas... Oh Mann, ja, ich hab grad. Ich bin pressed, oh Mann! So richtige Frosch im Hals. So. Richtig schlimm. Okay, Felswurf kommt. Ja, ich speed gerade sehr, sehr viel, einfach um nur hinterher zu kommen. Weil ich jetzt dich unterstützen musste, damit du nicht noch mehr Pokémon verlierst. Damit ich nicht noch mehr Pokémon verliere. Ja, ich hab kein Pokémon verloren! Damit du nicht noch mehr Pokémon verlierst. Na ja, nein, damit wir nicht mehr Pokémon verlieren. Aber weil du gerade in einer kritischen Situation warst. Das war jetzt nicht. Es war falsch formuliert, das hat sich auf jeden Fall doof angehört. Ja, ich verstehe. Da gebe ich dir recht. Aber so meinte ich das wirklich nicht. Okay. Es war kein hämisches oder sonst irgendwas. Es war wirklich. Ist okay. Wir müssen uns jetzt unterstützen. Wir sind jetzt kurz vor der Top 4. Du hast ja noch den Rivalenkampf im nächsten Part. Richtig, ich habe noch den Rivalenkampf. Und dann werden wir im nächsten Part wahrscheinlich noch Fossilien machen und uns halt vorbereiten und so. Und dann, ja, geht's halt zur Top 4. Ja. Ja. Leute, bewertet Kommentare, sehr gern gesehen. Schaut bei Present vorbei. Ist ein cooler Dude. Link in der Beschreibung. Tschüss. Tschüss.